Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal Neuigkeiten und zwar zum LS 25. Der kommt ja jetzt am 12. November raus, also ja, jetzt bald eigentlich. Und ja, da habe ich jetzt mal die ganzen Informationen oder die wichtigen Informationen zusammengefasst, wo wir aktuell haben. Und ja, da gibt es heute ein paar Infos eben. Genau. Da schauen wir direkt jetzt mal rein. Anscheinend kommt der LS 25 genau in 17 Tagen. Heute ist das Samstag, also ich nehme das Video jetzt gerade am Freitag auf, deswegen sind es da noch 18 Tage, aber dann sind es noch 17 Tage. Genau, also als erstes kommen wir mal zu einer neuen Feldfrucht und zwar Buschbohnen. Und zwar ja, gibt es neue Buschbohnen eben. Da sieht man die Wachstumsstufen. Wie sie dann ausschauen. Ja, genau. Und wann man sie pflanzen kann, sieht man hier oben. Genau. Aber das ist jetzt eher, ja, uninteressant. Kann man ja dann auch noch, also pflanzen kann man es zwischen April und Juni und ernten zwischen August und November. 4 Monate brauchen sie zum Wachsen. Genau. Dann hier noch ein Bild, wo die Bohnen gerade in den Anhänger, ja, gekippt werden, wie auch immer. Genau. Und aus 280 Liter Saatgut pro Hektar kommt dann bis zu 13.950 Liter ja, fertige Bohnen raus praktisch. Genau, hier sieht man mal ja, so eine Maschine für die Bohnen, wo sie dann raus, ich weiß nicht, wie man es nennt, raus erntet, nenne ich jetzt einfach mal. Genau, hier wieder, wo sie in den Anhänger reinkippt. Hier nochmal die Maschine in Action, mehr oder weniger. Also so wie ein Rübenernter, so ungefähr, denke ich mal. Oder so schaut er auch ungefähr aus. Genau. Hier. Und ja, die Bilder sind jetzt eigentlich uninteressant, das sind alles dieselben. Genau, und hier sieht man nochmal die Wachstumsstufen in groß, wobei, ja, man sieht es dann sowieso ja im Spiel selber. Genau, und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten, ja, ich nenne es mal Thema wieder. Bis gleich. So, ja, das nächste Thema ist, ja, erste First Look at New East Asien. Die neue Map, gibt es ein paar Bilder, auch ein Video, auch einen kleinen Trailer dazu. Genau, hier mal, ja, die Stadt, sage ich jetzt mal so. Und hier ein paar Bilder, die schauen wir uns bloß, ja, in klein an, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, weil die sehen wir jetzt gleich sowieso im Video, denke ich mal, sowieso noch besser. Genau, hier so ein paar Bilder, aber da würde ich sagen, schauen wir uns gleich das Video an. So, ja, jetzt schauen wir uns das Video an, das geht jetzt 1 Minute 30, das schauen wir uns mal, ja, an und dann sehen wir schon. Okay. Ich werde dazwischen auch immer wieder stoppen, je nachdem, ob was Interessantes kommt oder ich werde halt einfach so dazwischen reden. Genau. Warte, jetzt müssen wir erstmal die Qualität hier hochstellen, weil sonst sehen wir nichts scharf hier. So, jetzt alle. Ja, Asien, man kennt solche, ja, Asien-Hütchen, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Hier ein kleiner Traktor mit Anhänger. Hier ein Tuk-Tuk. Hier ein Zug, ein Feld, ziemlich großes Feld. Hier wieder solche, ja, typischen Asia-Häuser mit dem Dach und so weiter. Genau. Hier, ich weiß gar nicht, was das jetzt, was der jetzt erntet. Was das ist, kann ich euch gerade nicht mal sagen. Das ist auf jeden Fall Reis. Der wird ja so im Wasser angepflanzt, ist ja jetzt im LS 25 auch neu. Hier ein paar, ja, wird der Wald abgeholzt. Also auch ein Wald ist dabei. Hier wird,
Ich weiß gar nicht, was das ist. Doch, das haben wir auch. Das ist auch neu. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber das ist auch auf jeden Fall neu. Neue Fruchtsorte. Hier ein ganz normaler Drescher. Den kennen wir, glaube ich, schon. Soweit ich weiß. Ein Glasdrescher. Genau, hier die neue Marke. Kubota war auch die neue Marke. Hier nochmal kurz zurück. Hier die Ziegen sind jetzt auch neu mit dabei. Und sonst, ja, hier nochmal die Stadt bisschen. Und ja, dann war es schon wieder mit dem Trailer und auch mit dem Thema. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Thema wieder. So, ja, dann zum nächsten Thema. Und zwar geht es da um den Reis. Ja, da ist die Maschine jetzt. Also das war gerade Reis, wo im Video gerade auch geerntet worden ist. Und zwar gibt es da erstmal zwei verschiedene Reissorten. Einmal gibt es den Langkornreis. Genau. Und den normalen Reis. Genau. Hier sieht man den Unterschied. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was der Unterschied ist. Ah ja, doch, die erste Stufe. Und dann schaut er ziemlich gleich aus. Einer ist im Wasser. Der müsste, glaube ich, im Wasser sein, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Genau, und der ist nicht im Wasser, genau. Der normale Reis, sage ich jetzt einfach mal, ist im Wasser. Irgendwann wird aber das Wasser abgelassen. Soweit ich weiß. Und der normale Reis, der ist nicht im Wasser. Der ist, ah doch, der ist auch im Wasser. Okay. Okay, dann weiß ich gar nicht mal den Unterschied. Was sind dann der Unterschied? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene Sorten. Reisfelder muss man hier so, ja, angeben, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, dass da dann auch Wasser reinkommt. Und da sieht man auch direkt schon mal das neue Menü bisschen. Hier nochmal. Genau, da wählt man praktisch die Fläche aus. Und da funktioniert das dann. Genau, Reis muss man als erstes in Gewächshäusern anziehen und wachsen lassen. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Und dann kann man es erst aufs Feld rausbringen. Also man muss vorher ein Gewächshaus haben, den Reis soweit anpflanzen, weiß nicht, Setzlinge sind das ja dann. Und dann pflanzt man den Reis praktisch raus ins Wasser. Und dort kann er dann, ja, wenn er lang genug draußen war, geerntet werden. Nach 4 Monaten, glaube ich, müsste das auch sein. Genau. Ah, das war der normale Reis. Okay, und jetzt kommt der Langkornreis. Der wird so direkt, also der wird direkt gesät. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Der wird direkt gesät und dann wird er geflutet. Ah, okay. Beim einen fährt man praktisch den Reis ins Wasser rein. Da ist das Wasser vorher schon drinnen und dann wird der Reis angesät. Und beim anderen Reis, da wird es als erstes angesät und dann Wasser reingefüllt. Okay. Okay, ja. Und der wird dann auch mit dem Drescher ganz normal gedroschen. Und der andere, der wird ja mit so einer, ja, speziellen Maschine geerntet. Okay, jetzt haben wir den Unterschied. Okay, hier nochmal die Wachstumsstufen. Hier die ganz erste Wachstumsstufe, wenn er im Wasser noch ist. Ich weiß gar nicht, ob er da auch noch im Wasser ist oder wie es da dann ausschaut. Das kann ich euch nicht mal sagen, so genau. Also das ist ja der normale Reis. Ich glaube, der ist schon ziemlich lang im Wasser. Okay, da ist er. Zu weit war das da. Da könnte er, glaube ich, noch im Wasser sein. Und der andere Reis, glaube ich, der ist nicht so lange im Wasser. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Das kann ich euch nicht sagen. Aber hier die paar Bilder. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Thema schon wieder. Ja, beim nächsten Thema sind wir jetzt. Und zwar geht es jetzt um die Ziegen. Hier sieht man schon. Ja, viel ist eigentlich nicht dabei. Wasserbüffel gibt es ja jetzt noch. Und Ziegen jetzt auch. Das Video schauen wir uns jetzt nicht an. Da ja, sehen wir auch nicht viel. Hier, also die Ziegen, wie sie ausschauen, von den Augen her und alles mögliche. Und hier müssten auch ein paar bewegliche Bilder sein, genau hier, wie sie sich bewegen. Irgendwo hüpft doch eine. Und das heißt, ah, hier, Baby-Ziegen. Die hüpft halt so,
Die hüpfen so und ja, genau, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ziegenmilch kommt als Endprodukt, sage ich jetzt mal, raus. Sieht man hier in so Kannen. Und die kann man eben dann weiterverarbeiten. Genau. Und ja, das war es eigentlich dann schon auch wieder zu den Ziegen. Ja, dann gibt es noch ein neues Thema. Also kommen noch schon ein paar neue Themen noch. Und zwar gibt es ja so neue Bauprojekte, mehr oder weniger. Und zwar kann man so alte Sachen, sage ich jetzt mal, produzieren oder auch neue Sachen produzieren. Zum Beispiel das Haus kann man produzieren. Genau. Also normal, also es gab ja schon bei der Bäckerei Brot und Kuchen und so weiter. Und jetzt kann man auch Klavierbauer und so weiter. Also das kann man jetzt alles ja selber produzieren, mehr oder weniger. Genau. Und solche historischen, wie heißt er? Kutschenbauer, okay, historischer Kutschenbauer, genau hier sieht man es. Spielplatzbauer, hier, genau, und das ist es zu dem eigentlich schon wieder gewesen. Genau, Tempelanlagen heißen die Gebäude da, die typischen. Genau, und ja, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Thema wieder. Ja, dann ein kurzes Thema, oder was heißt kurz? Es gibt jetzt auch Charaktere, mehr oder weniger, die mit dir reden können. Ganz einfach, die stehen an verschiedenen Stellen rum. Und ja, die können dir eben helfen. Mit denen kann man eben auch jetzt reden. Ja, das ist eigentlich zu dem, also da kann man dann auch Antwortmöglichkeiten auswählen. Und ja, hier auch nochmal. Natürlich dann auch in Deutsch logischerweise, aber ja, das zudem. Ja, dann gibt es auch noch einen Geräteschuppen neu und da kann man die Werkzeuge dann reinräumen. Dann hat man die praktisch nicht mehr so mit dem Mausrad in der Hand dann praktisch, sondern kann sie hier hinstellen und dann sind sie weg. Gibt es so einen Geräteschuppen, schaut so aus, da kann man die Kettensägen zum Beispiel dann reinstellen. Oder was auch immer, Pferde, Bürste, alles mögliche und dann ist er auf jeden Fall weg, aufgeräumt. Genauso wie bei teilweise bei den Fahrzeugen, da zum Beispiel kann man die Motorsäge da so reinstecken, dann ist er auch mal aus den Händen, schaut dann so aus. Und Ballenwickler ist auch ja neu und zwar sind die Folien und die Netze nicht mehr standardmäßig in der Ballenpresse drinnen, sondern man muss sie jetzt selber kaufen und auch einfüllen. Ballen gibt es in verschiedenen Farben jetzt. Gab es ja im LS22 auch schon, aber je nachdem, welche Farbe man jetzt kauft. Also man kann jetzt zum Beispiel ein paar Ballen weiß erpressen, ein paar Ballen grün. Muss man halt bloß das Villageband rausnehmen und das andere reintun. Genau, verschiedene Marken hier. Das sind jetzt alles Netze. Genau. Ah ne, das sind Netze, oder? Das sind Netze. Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind es Netze und die Silage, also die Silagefolie muss man selber jetzt dazu kaufen. Kann man hier in den LKW reinladen, wie auch immer transportieren. Und dann, ja, kann man Ballen pressen. Ansonsten funktioniert es nicht. Ansonsten hat man kein Netz oder eben keine Villageplane. Genau. So, jetzt sind wir schon beim letzten Thema angekommen. Und zwar, ja, schauen wir da einfach. Da gibt es ein paar Informationen zu Fahrzeugen. Hier sehen wir einmal einen Class Jaguar 990 Terra Drag mit Kette. Also mit Raupe. Haben wir so jetzt auch noch nicht gehabt. Also das sind logischerweise alles neue Fahrzeuge. Schauen wir uns jetzt einfach bloß schnell an. Eine New Holland T7 LWB PLMI. Okay. Genau. Hier ein Glas mit Glaspresse.
hier was ganz was Neues, und zwar ein Motorrad. Aprilia RX 125er. Ja, was ganz was Neues. Hatten wir so im LS22, zumindest ohne Mods nicht. Und dann die AP50. Auch finde ich ein schönes Fahrzeug. Schauen wir mal. Ja, hier kommen wir zu älteren Sachen schon. Ein Class Xerion 12. Hier ein LKW, auch was Neues, ein Volvo LKW. Nee, doch, FH ist ein Volvo. Riedler Fahrzeugbau, okay. Also ein Volvo Fahrgestell mit Aufbau von Riedler anscheinend. Mit Anhänger sogar. Ja, hier ein paar Traktoren. Ich gehe es ganz langsam mal durch. Wenn was Spannendes, sage ich jetzt mal, noch kommt, schauen wir uns das an. Hier zum Beispiel eine Maschine. Ich weiß bloß nicht, was die erntet. Kann ich auch nicht sagen. Ja, hier, das ist eigentlich alles relativ uninteressant. Hier ein neuer Drescher. Ja. John Deere. Hatten wir so auch noch nicht. Also John Deere schon, aber den mit Ketten hatten wir, glaube ich, nicht. Den Manitou, den hatten wir, glaube ich, schon, oder ein bisschen anderen. Und ja, ansonsten. Ja, Ballenpressen. Hier ein Lastwagen nochmal. Ein bisschen kleinerer Lastwagen. Kleinerer und älterer Lastwagen. Den wir hier. Oh, hier ist auch nochmal was Interessantes, und zwar der Reis, nicht Ernter, sondern Anpflanzer, wie auch immer, wie man es nennt. Und ja, ansonsten, ja, hier auch nochmal was Spannendes, und zwar können wir jetzt, haben wir unten praktisch das Fahrgestell und können oben verschiedene, Kipper und was weiß ich, alles noch oben drauf bauen. Gab es ja auch schon als Mod, aber jetzt wirklich im LS25 fest dabei. Hier ein Fendt 700 Vario, den müssen wir eigentlich schon, aber hatten wir den noch nicht, anscheinend noch nicht. Ja, man kommt mit die ganzen Mods, wo es im LS22 ergibt, durcheinander, was man überhaupt schon hat und nicht. Hier nochmal ein paar Traktoren, Drescher, andere Drescher, Spritzen, Traktoren. Also hier, ja, jetzt war es jetzt so. Hier noch ein paar, genau, der kleine Traktor mit kleinen Hänger. Und ja, dann will ich aber auch schon wieder sagen, was ich sagte mit dem Video für heute. Ich hoffe, ihr seid jetzt besser informiert wie zuvor. Und ja, würde dann sagen, wir sehen uns dann ja am Montag um 16 Uhr im nächsten Video dann schon wieder. Das ist dann auch ein LS22 Video noch. Da sind wir dann wieder im Blaulichtprojekt unterwegs. Und ja, wie gesagt, dann euch ja noch ein schönes restliches Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.